Also umrechnen Gradmaß, Bogenmaß, ich finde das Einfachste ist die Formel x zu Pi gleich Alpha zu 180 Grad. Es gilt ja, 2 Pi entsprechen 360 Grad und deswegen Pi entspricht 180 Grad und die Verhältnisse sind immer gleich. Und wenn ich diese Formel nehme, bei der ersten Aufgabe habe ich Beta ist 30 Grad, also das setze ich dann da ein und dann hätte ich in dem Fall x gleich Pi, ne, ich mache dann mal Pi, ne, Pi mal 30 Grad durch 180 Grad und dann bekomme ich so ungefähr, also 0,25. Ne? X ist ungefähr 0,52. Nicht so. Und fertig. Und hier ist es dann andersrum. Hier habe ich jetzt das X gegeben und das Alpha gesucht. Und dann mache ich mal 180 Grad. Also nicht mal Pi, sondern mal 180 Grad. In dem Fall habe ich jetzt also Alpha ist 180 Grad mal 5 Sechstel Pi durch Pi, also 5 Sechstel von 180 Grad. Und da kriege ich 150 Grad. Man könnte es jetzt auch so ganz klassisch mit dem Dreisatz machen. Das ist eigentlich fast so sauberer, wenn ich sage, also x. 2π, genau. 2π entsprechen 360 Grad. Ja. 1 entspricht dann 360 Grad durch 2π. Und die 5 Sechstel Pi entsprechen dann 5 Sechstel Pi mal 360 Grad durch 2π. Und da kommt dann 150 Grad raus. Eben, das ist so in drei Schritten. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Ja, so 5 Äpfel kosten 3 Euro. Was kosten 7 Äpfel? Geht man von 5 auf 1 Apfel und dann später wieder auf die 7 Äpfel. Oh, ja, und das sollte man doch immer auch können, auch wenn für den Bogenmaß ich dieses Verhältnis empfehle. Das geht schneller, wenn man sich das merkt.